Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen sprach Asaria mitten im Feuer folgendes Gebet: Um deines Namens willen, Herr, verwirf uns nicht für immer. Löse deinen Bund nicht auf. Versag uns nicht dein Erbarmen. Deinem Freund Abraham zuliebe, deinem Knecht Isaak und Israel deinen Heiligen, denen du Nachkommen verheißen hast, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Ach ja, wir sind geringer geworden als alle Völker. In aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt. Weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Du aber nimm uns an. Wir kommen mit zerknirschtem Herzen und demütigen Sinn, wie Brandopfer von Widdern und Stieren, wie tausende fette Lämmer. So gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen dein Angesicht. Überlass uns nicht der Schande, sondern handle an uns nach deiner Milde, nach deinem überreichen Erbarmen. Errette uns, deinen wunderbaren Taten entsprechend, verschaff deinen Namen Ruhm, Herr. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.